Wir werden Ihnen das übertragen. Wir begrüßen Sie aus der Arena, Manni Breukmann und Frank Buschmann. Wunderschönen guten Tag auch von meiner Seite. Und wollen wir mal hoffen, dass dieses Fußballspiel die Erwartungen erfüllen kann. Heute heißt es 1. FC Köln gegen den FC Augsburg. Als Unparteiischer soll heute Dietmar Schönlebe fungieren. Und das Spiel läuft. Kevin Wimmer. Maro. Brečko. Marcel Risse. Der Schiedsrichter zeigt an, es gibt Abstoß. Gute Übersicht. Im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Also normalerweise stehen die hinten bombensicher, aber momentan drängt sich ein völlig anderer Eindruck auf. Ja, das war Abseits. Daniel Bayer. Langsam kann er sich den Ball zurechtlegen. Am Tor vorbei. Kevin Vogt, Carlsen Bracker, Daniel Bayer. Altintop. Sean Parker und nun Matthias Lehmann. Schönes Stellungsspiel, so kann er den Ball mit Leichtigkeit abfangen. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Tobias Werner. Ja, das muss Abstoß geben. Und nun Matthias Lehmann. Jetzt zieht er ab. An die Latte. Aber der Ball ist noch heiß. Daniel Bayer. Altintop. Vollner. Jetzt wird es brenzlig. Ball im Aus, Einwurf. Marcel Risse. Wenn er den Freistoß nicht gibt, dann haben sie einen Freifahrtschein. Der Kopfball. Ein grandioser Kopfball. Wie aus dem Lehrbuch, Manni. Und wieder so eine Situation, wo man glaubt, der muss doch Sprungfedern in den Schuhen haben. So hoch wie der steigt. Ein super Kopfball.
So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal betrachten, diesmal mit einer anderen Kamera aufgenommen. Vollner. So macht das richtig. Er kämpft und hat den Ball. Jetzt ist er vorbei. Und jetzt. Schuss und. Oh, das war aber wirklich eng. Altintor. Vollner. Altintor. Daniel Bayer. Das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Gut mitgespielt. Er geht im entscheidenden Moment dazwischen. Klavan. Altintor. Ein harmloser Roller ist das gewesen. Wir haben sowas früher Kullerball genannt. Vollner. Altintor. Uja. Also nerven kann der Junge nicht sein eigener. Und wie er den Keeper da aussteigen lässt, das ist wirklich sensationell. So ein Ball, so einer, der ist absolut unhaltbar. Vollner. Jetzt hat er die erste Halbzeit abgepfiffen, der Schiedsrichter. Es steht 2:0. Alle Spieler sind auf dem Platz. Es kann losgehen. Auf in die zweite Halbzeit. Nicht getroffen. Klavan. Vollner. Schon im Mittelfeld holen sie sich den Ball zurück. Verhaag. Kalsenbracker. Altintor. Vollner.
Kevin Wimmer. Er will ihn haben, den Ball. Kriegt er ihn? Klavan. Die verstehen sich blendend. Daniel Bayer. Verhaag. Eine... Oh, schlechtes Zweikampfverhalten. Was sagt der Schiri? Jetzt sind wir schon in der zweiten Halbzeit und es geht immer noch nichts zusammen. Sie liegen hinten. Vielleicht ist es jetzt die richtige Lösung, taktisch noch mal was zu verändern. Uja. Ja, das gibt einen Eckball. Das wird ganz gefährlich. Achtung! Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Und da sieht man mal wieder, wie schwer du es als Assistent da unten an der Linie hast. Das war eine ganz knappe Entscheidung. Ja, das ist abseits. Er läuft Bruchteile einer Sekunde zu früh los und dadurch ist er im Abseits. Gut gesehen. Vollner. Und den holt er sich locker. Ja, da profitiert er vom guten Stellungsspiel. Der Schiedsrichterassistent entscheidet auf Abseits. Ob das die richtige Entscheidung war? So, das ist Abseits, brauchen wir gar nicht lange diskutieren. Wir belegen das mit der Zeitlupe. Das Gespann hat sofort gesehen. Daniel Bayer. Baba, diesen Pass konnte keiner der Kollegen kriegen. Kevin Vogt. Voller Einsatz gegen den Mann. Und nun Bobadilla. Kevin Vogt. Schöner Zweikampf, Ballbesitz. Wird angeschossen und der Ball trudelt ins Aus. Der Ball ist im Aus, Eckball. Es gibt so Tage, da geht überhaupt nichts zusammen. Heute haben wir einen solchen. Das wird sich der Trainer denken. Und wenn er jetzt überhaupt noch was machen kann, dann ist es, einen frischen Spieler einzuwechseln. Was für ein niedlicher kleiner Roller. Ja, das ist nicht die ganz große Aufgabe gewesen. Daniel Halfer. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Tobias Werner. Vollner. Dominik Kohr, schön, er kriegt hier Unterstützung. Jetzt ist er und ein Tor, ein Tor, ein Tor! Und jetzt habe ich nur noch eine Frage. Macht er noch eins? Das war ja schon sein zweiter Treffer. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne noch mal aus einer anderen Perspektive an. Ist das schon die Entscheidung? Klare, deutliche Führung. Vollner. Balleroberung im Mittelfeld. Und bei den Gästen steht in Kürze ein Wechsel an. Ja, da hat er den Gegner auf dem falschen Fuß erwischt und sich gleich den Ball zurückerobert.
Altintor. Klavan. Er hat sich so einiges zusammengepfiffen, der Schiedsrichter, aber der Schlusspfiff, der war jetzt korrekt. Was für ein einseitiges Spiel, was für ein einseitiges Ergebnis, wie peinlich für die Verlierermannschaft. Also das ist mit das Dominanteste, was ich in dieser Spielzeit gesehen habe. So, liebe Zuschauer, ich darf mich von Ihnen verabschieden. Nach dieser wunderbaren Fußballpartie, die wir gemeinsam gesehen haben. Mein Name ist Manni Breukmann. Auf Wiedersehen. Machen Sie es gut.